Herzlich willkommen, liebe Schützen, zu eurem Monatsreading für den Mai 2023. Ja, wie immer hier auf die Liebe geschaut bei Löwenherz Lenormand und vorab nochmal einmal vielen lieben Dank für eure lieben Kommentare, Abos, Likes und ja, auch die Mails, die mich privat erreichen. Freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank dafür. Und ich weise nochmal auf den Thanks-Button drauf hin, wer mag, um mir eine kleine Wertschätzung zukommen zu lassen, mag diesen Button gerne mal benutzen. Okay, so viel dazu und jetzt geht's los mit euren Energien im Mai. Wir fangen wie immer an mit der gedanklichen Ebene. Was geht euch so durch den Kopf im Mai? Für die Schützen. Die gedankliche Ebene und womit müsst ihr euch denn tatsächlich hier auseinandersetzen? Hier haben wir eine Personenkarte. Als Hauptenergie das Buch. Und jetzt noch eine Karte zu der Handlungsebene hier, die reale Ebene. Der Fuchs, das sieht ja interessant aus. Und wie geht's weiter? Die nächsten Schritte für die Schützen. Geschaut hier auf die Liebe. Ist hier gerade so hin. Noch zwei Karten, bitte für die Schützen. Zwei wollten nach raus und die nehmen wir auch. Ja, was haben wir denn da? Das sieht ja nach etwas Turbulenz hier bei euch aus. Als Hauptenergie hier das Buch, das Geheimnis eventuell, aber ich kann es hier auch als Wissen hier deuten. Es geht hier um eine Person, mit der ihr es im Mai zu tun habt, die hier etwas vortäuscht, was sie weiß, aber das ist gar nicht so. Also diese Person ist etwas mit Vorsicht zu genießen. Besonders ihre Äußerung, die diese Frau macht oder diese Person, kann auch ein Mann sein, die täuscht hier nämlich etwas zuvor zu wissen. Ja. An euren Gedanken hier, Gefahr gebannt, sage ich mal so, das Kreuz hinter der Sense, man hat hier was bewältigt, eine schwierige Aufgabe, was da auf einen zugekommen ist und das, so meint ihr zumindest, hat sich jetzt aufgelöst mit Sicherheit. Also keine Befürchtung, so geht ihr hier durchs Leben im Mai, aber das hängt auch mit diesem Menschen hier zu tun, der hier irgendwas vorgibt zu wissen. Also vorsichtig, ja. Wenn ihr da euch in Sicherheit wiegt, aufgrund dieser Aussage dieser Person, okay. Wir schauen aber mit den Tarot weiter. Haben wir einmal vier der Schwerter und die Herrscherin. Ja, ich glaube, das ist diese Person hier, die Herrscherin, die wirkt immer sehr souverän. Hat alles im Griff, ist sehr in der weiblichen Energie. Also es wird wahrscheinlich eine Frau hier sein, mit der ihr es zu tun habt, die halt so wirkt, als ob man, ja, der das glaubt. Es gibt so Menschen, so kenne ich das auch in meinem Umfeld. Wenn die so auftreten, denen glaubt man irgendwie alles, weil die so souverän, so selbstbewusst wirken. Und mit so einem Menschen habt ihr es hier zu tun. Vier der Schwerter, ist eine sehr konstruktive Gedankenkarte. Man gerät hier nicht in Panik. Und da sehe ich euch drin, das ist sehr, sehr gut. Das ist so eine Art meditativer Zustand, sage ich mal. Man kommt hier gedanklich zur Ruhe und macht sich dann, zieht der Schlüssel, ja. Man lässt sich nicht verrückt machen. Und in so einer Stimmung seid ihr auch, ja? Ihr lasst euch hier nicht aus dem Konzept bringen. Ihr denkt ja auch, es ist alles gut, ja? Aufgrund dieser Aussage dieses Menschen, der so tut, als ob er was weiß und das ist anscheinend sehr, sehr überzeugend. Geht's weiter hier?
Schütze, der Narr. Haben wir Page der Stäbel. Habe ich oft auch in meinen Privatlegungen gerade den Page der Stäbel. Da geht es um, man lässt sich hier ein. Die Pagen lassen sich ein, aber das ist immer ein bisschen unverbindlich, ja. Das ist auch die Energie wieder dieser Person, mit der ihr es hier zu tun habt. Gebt da nicht so viel Bedeutung auf die Worte, ja. Der wirkt sehr enthusiastisch und sehr überzeugend, auch das sind die Stäbe auch. Aber der Wahrheitsgehalt ist irgendwie so dazwischen, sag ich mal so, ne? Also 50% ist wahr, die anderen 50 sind irgendwie so ein bisschen erfunden. Es ist sehr unverbindlich. Hier geht es um einen Neubeginn. Ja, vielleicht mit dieser Person. Es kann auch eine Drittperson hier auftauchen. Das schauen wir mal, wenn es um diese Person geht, mit der ihr hier in einer romantischen Beziehung seid. Dann muss man tatsächlich so sehen, dieser Mensch ist sehr unverbindlich. Zum Beispiel sagt diese Person, wir fangen jetzt völlig neu an, wir ziehen zusammen oder wir beginnen was Neues. Dann ist das auch nicht gelogen, aber ob du auch darauf bauen könnt, das ist die zweite Frage, ja. Ob das jetzt wirklich definitiv ein Neubeginn wird. Da ist die Chance jetzt 50-50, ja. Da müsst ihr ein wenig aufpassen, dass ihr da nicht alles für bare Münze nimmt. Sagt das kleine Tarot hier noch. Da haben wir einmal Tod. Das kann für einen Skorpion stehen und König der Schwerter. Hier geht es um Kommunikation, hier geht es auch um wirkliche Klarheit, um einen Plan, der wirklich auch so durchgeführt wird, wie man es einfach mal gesagt hat. Hier geht es um Vision und eine gewisse Richtung. Und es geht hier um die Wahrheit. Der König der Schwerter ist grundauf ehrlich und das fordert ihr auch ein. Mit dem Tod, dass man hier, vielleicht war das immer schon das Problem dieses Menschen, diese Halbweisheiten, diese Halbgarheiten, dass man hier jetzt einfordert, dieses Verhalten doch hier bitte hier mal zu ändern, und hier nur das auszusprechen, was auch wirklich wahr ist und was auch wirklich gemacht wird, ja. Da sehe ich so eure Energie drin, dass ihr auch drauf besteht. Um 1:1 und nicht ein Drittel wahr und der Rest ist irgendwie ein bisschen Fantasiegebilde. Wenn man sich darauf einlässt, dann bitte komplett und nach einer Richtlinie, auch nach einer Vision. Ja, das ist immer der Plan, der auch der vorausschauend ist. Ne? Nicht nur im Jetzt, also der Page der Stäbe ist mehr so im Jetzt. Jetzt stimmt das so, aber nächste Woche ist wieder alles ganz anders. Der König der Schwerter, der plant weiter. Und das ist das, was ihr hier möchtet. Ich glaube, das ist hier auch temporär, dass ihr hier denkt, ja, das ist jetzt alles erledigt, das ist alles geklärt und geht nochmal in euch und vielleicht wie das schon immer mit dieser Person war oder aus Erfahrungswerten und fordert das hier ein jetzt. Eine gewisse Klarheit. Und natürlich die Wahrheit auch und Beständigkeit. Wir haben ja noch keine Münzen. Es geht erstmal um das gesprochene Wort, um die Gedanken, das halt so anzuvisieren. Wir kommen hier weiter. Ja, wir haben hier die Störche mit der positiven Veränderung. Es wird hier auch was offengelegt, also dieses Geheimnis, diese anderen 50%, die so in der Schwebe sind, werden hier jetzt, komm in eine positive Transformation, weil du hier das auch einforderst. Wir haben hier noch die Schlange, ja. Der Mond steht hier auch für die Geheimnisse. Es soll hier was ans Licht kommen. Und zwar was Wahrhaftiges. Und da legen wir jetzt nochmal weiter drauf, wie das denn hier weitergeht.
König der Münzen, da haben wir schon die Münzen. Endlich mal hier Beständigkeit reinzubekommen und die Verlässlichkeit. Ja? Auf diesen Menschen kannst du dich tausendprozentig verlassen. Der sagt das und das wird gemacht und der übernimmt Verantwortung. Es geht hier darum, um Verantwortung zu übernehmen. Das forderst du hier ein. Und nicht nur irgendwas kurzfristig, temporär zu wünschen oder dass man es machen möchte, sondern dass man es auch macht und das für längerfristig und dafür auch gerade steht. Das scheint hier doch Früchte getragen zu haben. Jedenfalls ist es angekommen. Jetzt haben wir vier der Münzen. Herz verschlossen, Münze auf dem Kopf und festgetackert. Also es das heißt Komfortzone. Man will diese Komfortzone hier nicht verlassen. So wirklich sich nämlich nicht so richtig drauf einlassen in so einer Energie. Also kannst du hier schon sehen, dass das hier so ein bisschen heiße Luft war. Und vielleicht auch viel zu früh was rausgehauen wurde, was man hier gar nicht standhalten kann. Diese Person macht jetzt erstmal wieder so ein bisschen Rückzieher, nachdem man merkt, auf was. Weil König der Münzen ist schon eine Ansage, ne? Das ist wirklich langfristig, das ist Archetyp des Vaters. Der übernimmt Verantwortung für seine Sippe sozusagen und sorgt auch dafür, dass es allen gut geht und dass es alles funktioniert und dass sein Wort eben auch Gewicht hat. Und da macht dieser Mensch dann doch wieder einen kleinen Rückzieher und hält sich hier sehr bedeckt. So kommt mir das hier rein, ja. Also hält sich einfach bedeckt. Wir legen hier weiter. Aus dem kleinen Tarot noch zu sagen, dass ups. Eine Karte hier aus dem kleinen Tarot bezüglich, wie geht das hier weiter mit dieser Person? Ass der Münzen, eine Chance. Big Deal. Eine Karte noch. Eine Chance und eine Chance auf Wunscherfüllung, eine Chance auf in ruhige Gewässer wiederkommen oder endlich in ruhige Gewässer sowieso erstmal kommen. Sterne sind auch für die Klarheit. Es muss hier Klarheit her, das forderst du ein. Ich sehe da deine Energien, ja, dass du hier sagst, hey, will ich auch? Will es mit dir neu beginnen? Aber ich möchte es auch auf einer beständigen, wahrhaftigen, verantwortlichen Weise. Also hier bietest du nämlich diesen Menschen hier diese Chance an auf die Wunscherfüllung und du tackerst den fest auf diese Energie hier. Es kann hier tatsächlich auch um ein, es kann hier eigentlich um alles gehen. Mit den Sechs der Schwertern geht es eigentlich darum, dass man wirklich mal in ruhige Bahnen kommt, dass das Leben wirklich entspannter wird, dass das beständig wird, ja. Was auch immer da zwischen euch ist, oder ich glaube, es hängt damit zusammen, mit diesem klaren, eindeutigen, wirklichen Bekenntnis von dieser Person, was nicht nur immer so angetäuscht wird. Ups, jetzt habe ich meine Kamera hier weggehauen. Was nicht immer angetäuscht wird und man geht ein Stück und dann rutscht man wieder weg, sondern es geht darum, dass man langfristig gesehen hier das hier durchzieht mit dieser Person oder das forderst du ein. Und da sträubt sich dieser Mensch ein wenig noch mit den vier der Münzen.
Der Stern ist eben die Wunscherfüllung. Das ist eben auch dein Wunsch, was du hast. Und du bietest jemanden hier irgendwas an. Oder ich glaube, du machst denen das auch so schmackhaft, ja. Du bist letztendlich klar mit dem, was du willst und was du halt auch einforderst. Aber letztendlich auch sagst du diesen Menschen, hey, wenn wir hier in ruhige Gewässer kommen und endlich mal Ruhe ist bei uns hier im Leben, dann ist das echt unsere Wunscherfüllung. Besser geht's nicht. Und das ist unsere Chance. Jetzt ist unsere Chance da. Vielleicht bietet sich auch irgendwas gerade in eurer Kindkonstellation. Was weiß ich, es wird gerade eine Wohnung irgendwo frei. Man kann da rein. Irgendwie sowas in der Art, wo dein Gegenüber hier noch recht schwammig ist. Eine Astrokarte brauche ich. Gefühle und Unterbewusstsein. Haben wir hier den Mond. Neptun, oh, Wahnsinn, Träume und Geist. Also es geht hier viel um Wünsche, um ja, um dieses, was man nicht unbedingt sehen kann. Ja, Träume, Geist, Gefühle, Unterbewusstsein. Das ist Neptun-Energie, ja. Das ist auch das, man hat viele Möglichkeiten, man muss sie nur ergreifen, ja. Ist auch ein bisschen die Energie deines Gegenübers, dass er zwar irgendwie möchte, aber sich einfach nicht festlegt. Das ist eben Wasserenergie. Das ist nichts, was jetzt real ist, ne? Und so kriegst du diesen Menschen wahrscheinlich auch. So ein bisschen über die Hintertür. Bin ich mal auf das Sternzeichen gespannt. Und nicht mit realen Fakten, ne? Also die es ihm so schmackhaft machen. Dass dieser Mensch hier sich nicht festgetackert fühlt, weil es gibt Menschen, die brauchen diese Freiheit, besonders wenn sie viel Wassermann-Energie haben, Uranus-Energie, dieses Gefühl einfach eingesperrt zu sein, ich lege mich jetzt für immer und ewig fest, ist für einige Menschen echt unerträglich. Und du kommst hier mit der, durch die Hintertür, glaube ich, wird auch hier empfohlen, ja. Das so deinem Gegenüber schmackhaft zu machen, dass man da wirklich auch was von hat. So kommt mir das hier so rein. Wenn du damit in Resonanz bist, verlinke ich dir das Fortsetzungsreading deines Herzensmenschen hier. Wie geht der jetzt damit um? Genau, dann klick hier unter das Video bei persönlichen Beratungen. Wenn du das möchtest, astrologisch sowie eine Kartenlegung, schreib mich gerne an oder geh auf meine Website, verlinke ich hier auch unter dem Video. Und ansonsten wünsche ich euch einen fantastischen Mai. Macht's gut, euer Löwenherz.